Theodor Benfey, Sprachforscher, 1840 bis 1881, Theaterstraße 5. Theodor Benfey. Theodor Benfey, geboren am 28. Januar 1809 in Nörten bei Göttingen, gestorben am 26. Juni 1881 in Göttingen, war ein bedeutender deutscher Orientalist und Sprachforscher. Benfey, Sohn eines jüdischen Kaufmanns, studierte in Göttingen und in München klassische Philologie, lebte dann in Frankfurt am Main und in Heidelberg, wo er sich mit sprachvergleichenden Studien beschäftigte. Er habilitierte sich 1834 in Göttingen für Sanskrit und vergleichende Sprachwissenschaft. Nachdem er mit seiner Frau und seinen vier Kindern 1846 zum Christentum konvertiert war, wurde er 1848 zum Außerordentlichen, 1862 zum ordentlichen Professor ernannt und hatte als Lehrer großen Einfluss, besonders auf die Entwicklung der Indologie, bis zu seinem Tod. Die Liste seiner Veröffentlichungen ist lang und zeigt die große Spannweite seiner Interessen. Vom Sanskrit der Veden über altpersische Keilschriftmonumente, die Entwicklung der altgriechischen Sprache bis zu den Wurzeln der semitischen Sprachfamilien. Durch seine Untersuchungen über die Geschichte der Märchenliteratur wurden teils viele andere zu ähnlichen Forschungen angeregt. Teils setzte Benfey selbst in zahlreichen Aufsätzen dieselben fort, besonders in den Göttinger Gelehrten Anzeigen und der von ihm selbst herausgegebenen Zeitschrift Orient und Okzident. Durch seine Arbeiten über die indische Märchen- und Erzählliteratur, besonders des Panchatantra, wurde Benfey zum Begründer der vergleichenden Märchenforschung. Da es ihm gelang, die Quellen vieler der Erzählungen dieses Textes nachzuweisen und ihre Verbreitungsgeschichte nachzuvollziehen, leistete er Bedeutendes. Doch sind heute die von ihm vertretenen theoretischen Positionen und der methodische Ansatz, sogenannte indische Theorie, weitgehend überholt. Seine Grundannahme war, die buddhistische Literatur in Indien sei der Ausgangsort nahezu aller Märchen gewesen und diese seien erst im Mittelalter auf schriftlichen Weg in den Westen gelangt. Mit dieser Wandertheorie führte er die bereits bei den Gebrüdern Grimm anzutreffenden Thesen fort, blieb jedoch ein entschiedener Gegner der indogermanischen Theorie des Brüderpaares.